Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Rütte, lieber Marc, sehr geehrter Herr Dr. Gerhard, Exzellenzen, meine Damen und Herren, lieber Professor de Ville, ich begrüße Sie im Namen des Kuratoriums der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Und mein besonderer Dank, lieber Professor de Ville, geht zuerst mal Ihnen. Solche Veranstaltungen brauchen einen Rahmen, solche Veranstaltungen brauchen Form und Stil, und Sie geben uns als Stiftung diese Möglichkeiten dafür. Ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihre Gastfreundschaft hier heute. Heute wird der Premierminister der Niederlande, Mark Rutte, die 8. Rede zur Freiheit halten. Lieber Mark, Sie stehen damit in einer Reihe mit sehr illustren Vorrednern. Die Stiftung für die Freiheit hatte in den letzten Jahren unter anderem Udo Di Fabio, Peter Sloterdijk, Karl Kardinal Lehmann und unseren heutigen Bundespräsidenten Joachim Gauck zu Gast. Mir persönlich ist es eine ganz besondere Freude, dass 2014 in diesem doch erinnerungsschweren Jahr Europa und besonders die Niederlande im Mittelpunkt stehen. Beide haben einzigartige Beiträge zur Entwicklung und Stärkung der Freiheit geleistet. Wir werden darüber sicher gleich noch mehr hören. Meine Damen und Herren, Deutschland und die Niederlande sind heute vielfältig und eng miteinander verbunden. Die Niederlande sind unser zweitwichtigster Handelspartner. Die wirtschaftlichen Verflechtungen zwischen Deutschland und den Niederlanden sind so eng, wie es das international sonst nur noch zwischen den USA und Kanada gibt. Und es ist schon längst keine Nachricht mehr, wenn Niederländer nach Deutschland wechseln. Und ich rede hier nicht vom Fußball. Ich rede von der Spitze deutscher DAX-Konzerne. In meinem Bundesland Nordrhein-Westfalen haben wir mit Marijn Dekkers bei der Bayer AG und Peter Therium von RWE zwei Niederländer an der Spitze wirklich großer, dominierender DAX-Konzerne in ihren jeweiligen Branchen, ohne dass dies weiter auffallen würde. Diese Selbstverständlichkeit im Umgang aber, die war nicht immer so. Sie ist auch deshalb möglich geworden, weil unsere beiden Länder Teile eines großen Projekts geworden sind, das Nationen über Grenzen und Traditionen hinweg zu einem gemeinsamen Ganzen zusammengefügt hat. Das heutige Europa ist eine Zivilisations- und Wertegemeinschaft, die die vorhandenen Gemeinsamkeiten und Überschneidungen durch rechtliche Verbindlichkeit befördert und absichert. Es ist eine Union, die, und das macht die Krise in Osteuropa leider nur allzu deutlich, ja, es ist eine Union, die auch unsere Freiheit sichert. Das Ja zur Freiheit, das einst die niederländische Nation schuf, dieses Ja ist heute auch die Grundlage unserer Gemeinschaft in Europa. Es waren die Vereinigten Niederlande des 17. Jahrhunderts, die in Europa und darüber hinaus die Vorstellung von einer freiheitlichen und toleranten Republik prägten. Hier war der Mensch nicht Untertan, hier war er Bürger. Freigeister wie Spinoza konnten frei arbeiten, andere wie René Descartes und John Locke fanden Unterschlupf und konnten sich geistig entfalten. Es war der niederländischen Pressefreiheit des 17. Jahrhunderts zu verdanken, dass andernorts verbotene Texte von Thomas Hobbes und Jean-Jacques Rousseau erscheinen konnten. Auch in Fragen der religiösen Toleranz waren die Niederlande voraus. Unterschiedliche Glaubensrichtungen konnten sich auf engem Raum weiterentwickeln. Ich will persönlich hinzufügen, mir war es eine Überraschung, wie stark diese religiöse Prägung in den Niederlanden noch ist. Wir haben gleich zwei christlich-fundamentalistische Parteien im Europaparlament vertreten, SGP und CU. Also das ist durchaus ein Erbe, das da noch lebendig ist. Das humanistische Ideal, dass der Mensch frei und autonom sein Leben und seine Umwelt kontrollieren und es durch rationales Handeln zum Besseren gestalten kann, wurde hier weiterentwickelt und durch Gelehrte wie Justus Lipsius gefördert. Lipsius, der in Brüssel, Löwen, Leiden und Köln lebte und lehrte. Dieser Justus von Lipsius galt neben Erasmus von Rotterdam als bedeutendster Vertreter des niederländischen Späthumanismus. Seine politische Theorie war prägend für das Staatsverständnis einer ganzen Epoche. Das Ratsgebäude in Brüssel, also die Vertretung der Mitgliedstaaten, wo sich auch die Premierminister, Präsidenten und Bundeskanzler treffen, ist nach ihm benannt. Und das ist selbstverständlich eine verdiente Ehre. Allein verbunden mit seiner Staatslehre hat er die theoretische Begründung des Absolutismus.
Und so bekommt der Name des Gebäudes für Regierungschefs aus Sicht eines Parlamentariers dann doch eine leicht verdächtige Note. Meine Damen und Herren, den Schritt zur Mündigkeit, von dem Immanuel Kant sprach, haben die Niederländer in Europa besonders früh getan. In seiner Rede zum Nationalen Befreiungstag der Niederlande in Breda sagte Bundespräsident Gauck deshalb völlig zu Recht, dass ganz Europa ihnen dafür dankbar ist. Ich will hinzufügen, wir sind Ihnen dankbar, dass Sie den Präsidenten des Landes eingeladen haben zum Befreiungstag, von dem die Niederlande durch die Westalliierten erst befreit werden mussten, nämlich von den Deutschen. Auch das ist nicht selbstverständlich, das hat Kritik gegeben in den Niederlanden. Und dieser Kritik haben Sie widerstanden, Sie haben standgehalten und den Bundespräsidenten trotzdem eingeladen. Denn heute sind unsere beiden Länder beide feste Bestandteile der politischen Gemeinschaft des Westens. Und wenn ich angesichts der Lage auf der Krim die eine oder andere Stimme in der deutschen politischen Debatte höre, von sozialdemokratischen Ex-Bundeskanzlern genauso wie von Vertretern einer sogenannten Alternative, dann will ich in aller Klarheit hinzufügen, Deutschland ist und bleibt Teil der westlichen Wertegemeinschaft, meine Damen und Herren. Heinrich August Winkler, einer der Redner zur Freiheit, hat Deutschlands langen Weg nach Westen beschrieben. Jetzt umzukehren und zu einer Schaukelpolitik zwischen West und Ost zurückzukehren, es wäre ahistorisch und es wäre verantwortungslos. Wir dürfen das nicht tun, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, in unserem freiheitssichernden Europa werden Unterschiede und ungleiche Machtverhältnisse zwischen den Mitgliedstaaten so ausgeglichen, dass sie auf fester normativer Grundlage in einem formellen Verfahren zum Vorteil aller aufgelöst werden. Nicht zuletzt deswegen muss man auch vor dem geschichtlichen Hintergrund die europäische Integration als notwendiges Instrument zur Sicherung und Mehrung von Freiheit, Frieden und Wohlstand zuerst in Europa, aber auch darüber hinaus begreifen. Gleichzeitig denken viele Menschen heute aber auch an Krise, an Bürokratie und an Fremdbestimmung, wenn von Politik aus Brüssel die Rede ist. Und das sind Sorgen, die niemand ausblenden darf, der in Europa Verantwortung trägt. Denn Europa gewinnt seine wichtigste Rechtfertigung aus der Überzeugung der Menschen, dass es ihnen eine bessere Zukunft bringt. Wir wissen, worauf der Erfolg Europas in der Vergangenheit beruhte. Achtung der Freiheit des Einzelnen, gemeinsame Wertvorstellungen, Vielfalt der Kulturen, Sprachen und Mentalitäten, Marktwirtschaft und individuelle Tatkraft als Grundlage unseres Wohlstandes. Und so wie Europa unsere Freiheit sichert, muss es uns andererseits unsere Freiheit auch lassen, meine Damen und Herren. Und wenn ich von wir rede, dann denke ich an uns als Bürgerinnen und Bürger, ich denke an unsere Kommunen, Länder und Mitgliedstaaten. Meine Damen und Herren, es besteht kein Zweifel, dass sich die Welt verändert hat. Die Banken-, Finanz- und Schuldenkrisen haben diesen Trend noch verstärkt. In der Krise sind zu Recht die Auswüchse eines Turbokapitalismus in Frage gestellt worden, nicht aber die soziale Marktwirtschaft und der ehrbare Kaufmann. Deren Grundsätze gelten weiter und das sollte gerade auch für die Politik gelten. Über Jahre haben Politiker aller Couleur den Menschen immer neue Wohltaten versprochen, finanziert durch neue Schulden. Die Politik hat den Menschen den Eindruck vermittelt, dass es immer so weitergehen kann. Heute wissen wir, dieser Ansatz ist gescheitert. Denn der Staat hat sich in die Abhängigkeit der Finanzmärkte begeben, die er doch eigentlich regulieren soll. Deshalb mache ich mir auch große Sorgen, wenn ich mir die Debatte zur Zukunft unserer Rentensysteme im Deutschen Bundestag heute Vormittag vor Augen führe. Hier werden genau die Fehler der Vergangenheit noch einmal gemacht. Eine Regierung verspricht Wohltaten, von denen sie heute schon weiß, dass sie in wenigen Jahren nicht mehr finanziert werden kann. Meine Damen und Herren, hier fehlt eindeutig die Stimme der Liberalen. Denn wenn man einen Blick auf die Landkarte Europas wirft, wird einem schnell deutlich, was passiert, wenn der Liberalismus keine Stimme hat. In Ländern ohne starke liberale politische Kräfte herrschen hohe Verschuldung der öffentlichen Haushalte, stagnierende Wachstumsraten und hohe Arbeitslosigkeit. Schauen Sie sich die Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa an. In Portugal und Italien liegt sie um 36%, Griechenland und Spanien jeweils über 50%. Die Situation für viele junge Menschen in diesen Krisenstaaten ist unerträglich. Eine Gesellschaft, ein Europa, das jungen Menschen keine Perspektive bietet, das verliert schnell an Rückhalt. Aber Länder mit starken Liberalen,
Von Großbritannien über die Niederlande, Deutschland, bis hin nach Skandinavien, Finnland und Estland stehen wirtschaftlich und sozial erheblich besser da. Die angeblich kalte Philosophie des Liberalismus sorgt für die besseren sozialen Ergebnisse. Und wer das theoretisch nicht glauben möchte, der kann es sich empirisch in Europa auf der Landkarte anschauen, meine Damen und Herren. Lieber Herr Ministerpräsident, lieber Mark, es ist für mich deshalb eine wirklich große Ehre, Sie heute hier als Gast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit zu begrüßen. Die WWD, die Volkspartei für Freiheit und Demokratie, ist uns deutschen Liberalen stets ein enger und guter Partner. Nicht nur im Europäischen Parlament, auch auf der Bundes-, auf der Landes- und sogar auf der kommunalen Ebene an der deutsch-niederländischen Grenze. Sie sind bereits mit 17 Mitglied der Volkspartei für Freiheit und Demokratie geworden, doch nach dem Geschichtsstudium an der Universität, an der einst Justus Lipsius Rektor war, der Universität Leiden, entschieden Sie sich für die Wirtschaft. Von 1992 bis 2002, also 10 Jahre lang, haben Sie als Manager bei Unilever gearbeitet, praktische Berufserfahrung gesammelt, bevor Sie sich in die aktive Politik begeben haben. Ich persönlich halte das für vorbildlich. Sie sind erst 2002 für die WWD als Staatssekretär ins Sozialministerium gewechselt und dann 2006 zum Parteivorsitzenden der WWD gewählt worden. Und jetzt, mittlerweile seit 2010, seit fast 100 Jahren zum ersten Mal, haben die Niederlande wieder einen liberalen Regierungschef, der an der Spitze einer sozialliberalen Koalition für schwierige Reformen, für konsequente Sparpolitik und für gesellschaftliche Toleranz steht. In einem Interview mit NRC Handelsblatt haben Sie gesagt, der Staat muss klein und kräftig sein. Keine Glücksmaschine, die den Menschen das gesamte Leben aus den Händen nimmt. Menschen müssen mit Werbe leben können, Raum bekommen, um aus ihrem Leben etwas Außergewöhnliches machen zu können. Besser kann man Liberalismus kaum zusammenfassen. Umso mehr freuen wir uns jetzt auf Ihre Rede. Sie haben das Wort.